ist das schön. Wie viele Tränen bei diesem Titanic-Lied schon geflossen sind. Zugegeben, das ist kein Stück von Hans Zimmer, aber es ist die einzige Filmmusik, die ich auf dem Klavier spielen kann. Oder auch nicht. Ich glaube, ich lasse lieber den Profi ran. Und Filmmusik-Koryphäe Hans Zimmer sieht das genauso. This is a show I can watch. Er ist bekannt für seine Filmmusik für König der Löwen oder Fluch der Karibik und hat dafür von Oscar über Grammy bis hin zu Golden Globe alle wichtigen Preise abgeräumt. Für die ganze Welt von Hans Zimmer, gespielt von einem Orchester, hat sich der Komponist auch unsere Ronn-Region ausgesucht. Unser Tipp Nummer 2 führt uns ins Schloss Schwetzingen. Hier haben wir sogar noch einen Klavierspieler. Mozart hat hier vor über 250 Jahren gespielt. Am Wochenende wird es allerdings literarisch. Im historisch bedeutsamen Südflügel des Schlosses findet am Samstag die 4. Buchmesse statt. Hier können sich Bücherfreunde aller Altersklassen für die kalte Jahreszeit mit Lesestoff eindecken. Organisiert wird die Buchmesse von Wolfgang Schröckschmidt. Selbstverständlich absoluter Lesefreund und Selbstverleger. Wie muss man sich das am Wochenende vorstellen? Ich stelle mir das gut wuselig vor am Wochenende. Ne? Wir erwarten so um die 2000 Besucher, vielleicht ein bisschen mehr, weil wir ja freien Eintritt haben. Und ich kann mir vorstellen, ne, dass da Stapel von Büchern liegen, dass da Roll-Ups aufgebaut werden, ne, und dass da jede Menge Leute sind. Ne. Wir haben auch einen großen Zeremonienmeister dabei. Ein oder andere wird auch im Kostüm hier auftauchen, denke ich schon mal. Das gibt eine ganz, ganz runde, hübsche Veranstaltung. Ne. Wir haben ja unglaublich viel Geschichte hier in der Region. Da wird sich einiges geben, aber auch jede Menge Krimis dabei. Und ich denke schon, dass da jeder auf seine Kosten kommt, auf seinen Spaß kommt. 35 Verlage reisen an, um die Literatur regionaler Autoren unter die Leute zu bringen. So, die ersten von knapp 1000 Büchern, die sind schon mal da. Unser nächster Tipp kommt ganz ohne Skript aus. Auf der Kulturbühne in Edingen-Neckarhausen kommen am Wochenende verschiedene Improvisationsschauspieler aus der Region zusammen und treten beim sogenannten Mix and Match mit und gegeneinander an. Einer von ihnen ist Markus Rohr. Er ist leidenschaftlicher Impro-Schauspieler und sogenannter Szenemacher. Was ist das Besondere am Impro-Theater? Alles geschieht eigentlich aus dem Moment raus. Nichts ist vorbereitet. Keiner weiß, was passiert. Das Publikum weiß es nicht, die Zuschauer wissen es nicht. Die Schauspieler wissen es nicht. Es ist immer neu, immer was Neues. Und keiner weiß, wie der Abend laufen wird. Wenn du selbst nicht weißt, was am Wochenende passiert, kannst du denn vielleicht sagen, warum sollte man hier hingehen? Es ist eine Lachgarantie auf jeden Fall vorgegeben. Man geht ja nicht raus, ohne zumindest eine Stunde von den 2 Stunden gelacht zu haben. Und das merke ich auch im Interview. Ein improvisiertes Stück sieht dann zum Beispiel so aus. Einzige Vorgabe, es muss immer einer sitzen, stehen und liegen. Oder eben so. Jetzt kommen die Veranstaltungen im Überblick. In Mannheim können Sie am Montag die ganze Welt von Hans Zimmer sehen bzw. hören. Tickets gibt es an den gewohnten Vorverkaufsstellen ab knapp 40 Euro. Für alle, die sich für regionale Literatur interessieren, gibt es die Buchmesse im Schloss Schwetzingen. Und am Freitag ist Mitmachen erwünscht. Beim Mix and Match improvisieren die Schauspieler auf Zuschauerzuruf. Bei so viel Kulturangebot wird das Wochenende mit Sicherheit nicht langweilig.